Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Zelda Tears of the Kingdom. Wir sind als letztes von da oben sind wir losgeflogen mit dem Ding hier und sind hier runtergekommen. Wir haben uns schwer da durch diese, naja, schiere Dunkelheit gekämpft und jetzt gehen wir hier runter und sollen diese Maske herbringen. Ich bin ganz gespannt, was hier passiert. Entdeckt. Abgrund am Bitu-Tal. Interesting, interesting. Und jetzt tue ich hier hin. Zack. Aufpassen. Link, Zeldas auserkorener Ritter, beeile dich. Du und ich müssen uns so schnell wie möglich treffen. Bis in den Untergrund. Krass. Ah, hier waren wir schon mal. Krass. Ich weiß, die Majora's Mask ist geil, aber für eventuelle Cutscenes ziehe ich uns mal ganz normal an. Okay. Was jetzt? Konstruktorium. Kann ich jetzt hier irgendwas mitmachen? Ah, die Maske. Ah, ich verstehe. Mir wird da angezeigt, das ist ein Teil von diesem Ding da. Das ist ein Teil von dieser Rüstung. Das heißt, da fehlen aber noch ein paar, oder? Die ich noch finden muss. Aber wir haben den Kopf als allererstes gefunden. Oder vielleicht muss man das sogar. Mal schauen. Ich denke mal, ich werde es per Dings da oben einsetzen müssen. Ja. Link, Zeldas auserkorener Ritter. Mein Name ist Minero. Ich bin die Weise des Geistes. Welch Glück, dass du hier bist. Endlich kann ich zu dir sprechen. Leider lebe ich nur noch als Geist. Mein Geist benötigt ein neues Gefäß, um von Angesicht zu Angesicht mit dir sprechen zu können. Vier Fabriken sind von hier aus zu erblicken. Bitte begib dich zu allen Vieren und baue einen Körper für mich. Dies ist meine Bitte an dich, Link. Zeldas auserkorenen Ritter. Wie geil ist das denn bitte? Jetzt bauen wir da einen Körper für sie? Okay, das ist so überhaupt gar nicht erwartet.
Das kommt. Warte mal. So. Das habe ich überhaupt gar nicht erwartet. So, ich würde sagen, eigentlich, wir fangen da an. Bei dem Leuchten. Das muss man nicht, wie wir da hinkommen. Ich werde gleich mal schauen. Hinten sind auf jeden Fall noch Irrlichter, die nehmen wir mit. Das ist so spannend gerade. Ich will auch nicht aufhören. Müssen wir erstmal kurz abreagieren. Na, ihr Pfeifen. Das hat gut getan. So. Hat der hier schon was dran gemacht? Da ist aber dran, ne? Die ist synthetisiert, oder? So ein Nanium-Knüppel. Da braucht ja kein Mensch. Da hauen wir mal kurz was drauf. Was hauen wir denn da drauf? Was hauen wir denn da drauf? 40. 40 ist eigentlich ganz gut, wa? Nehmen wir das. Oh. 59. Kann sich sehen lassen. Krass, ey. Ich weiß gar nicht, was ich gerade sagen soll. Das ist einfach irgendwie cool. What is this? Das sieht hier irgendwie aus wie ich habe keine Ahnung. Okay, wir müssen da hoch, ne? Ich glaube, wir kommen nicht drum herum, hier außen rum zu gehen. Hier gehen wir da hoch. Ich denke, wir machen es einfach im Uhrzeigersinn. Ah, das ist spannend. Wie jetzt ein kleiner Tempel, so ein kleiner offener Tempel, so den man hier machen muss. Habe ich das Gefühl. Ein bisschen waren wir ja schon hier. Haben das in Ort ja schon gesehen, deswegen haben wir die Wurzel ja auch oben schon und so. Ist natürlich ganz gut. Haben ein bisschen Vorarbeit quasi geleistet. Hä? Falsch. Was war das? Ich habe eine Fledermaus gehört, aber sie nicht gesehen. So. War das nicht hier drüben? Warum sehe ich das Leuchten jetzt nicht mehr? Das macht mich alle. Warte mal, wir waren da unten. Wo sehe ich das Ding jetzt nicht? Da waren wir. Ich soll das ab und zu mal mit Leuchtsamen markieren. Das müsste da drüben sein, oder nicht? Ich sehe ja, das leuchtet nicht. Ich muss ja wohl bitten hier. Tulin, Monster.
Tudi, du kleines Monster. Ja, jetzt sehe ich es wieder. War verdeckt von dem Ding hier, ne? Verstehe. Da geht's. Was spannend. Fabrik. Rechtes Bein. Okay, okay, okay. Hier geht's auch nochmal hoch. Erstmal hochgucken. Ich aktiviere erstmal. Mal sehen, was passiert. Okay, da ist das rechte Bein. Ich nehme an. Kann ich so auch nehmen? Ich denke mal, ich muss es hier hochbringen. Ja. Egal. Ich glaube, ich muss es da hochbringen. Und damit kann ich es dann zurückrufen. Oh, das kann ich doch bestimmt hier dranhängen. Ja, das kann ich. Und jetzt muss das im Endeffekt da hoch. Man kann das Ding mal aufhören jetzt hier. Das ist ja schon mal totale Kacke hier. Okay, wait. Ist das noch öfters? Dass das so eine Sperre ist? Da ist sogar noch so ein Ding. Draufbedeln. Was soll das denn? Die Frage, kriegen wir das nach oben über die Art und Weise hier, wie ich mir das gerade denke? Nee, jetzt habe ich es abgemacht. Das wollte ich überhaupt gar nicht. Aber wir könnten... Also, habe ich ja gedacht, dass das nicht funktioniert. Aber ich wollte es halt mal probieren. Dann müssen wir hier eine, weiß nicht, eine Rakete zum Beispiel dranhängen. Die Frage ist, wie stoppen wir das dann da oben? Oder es fällt dann da einfach ab. Wollen wir es mit einer Rakete probieren? Oder erstmal, wir können es erstmal mit einem Ventilator probieren. Oder zwei. Warte mal. Ich stehe gerade an der Treppe, fällt gleich wieder alles runter. Und ich reg mich wieder auf. So. Ja. Warum hängt es da? Da ist noch so ein Ding. Hä? Aber wie soll ich das da dran vorbeibekommen? Dann muss ich es ganz anders dranhängen, oder? Dann muss ich es ganz anders dranhängen. Es muss nach da offen sein. Frage ist, wie machen wir das am besten? Es muss nach da offen sein, es muss immer nach links offen sein. Damit das da dran vorbeirutscht.
Aber ohne, dass es runterfällt. So, quasi. Oh, ich fällt nicht runter. Er ist fast wieder zurückgekommen. So, jetzt müssen bloß noch wir da hochkommen. Das sollte aber nicht so eine große Schwierigkeit sein. Wäre auch cool gewesen, eigentlich mitzufahren. Wir bestimmt irgendwie hinbekommen. So. Was nun? Okay, jetzt sind wir hier. Ja, gibt Stoff. Streng ich an hier. Schon ganz schön zu kämpfen, das Ding. Das ist aber gleich oben. So, wo sind wir denn jetzt? Hier geht es noch weiter nach. Ne, geht's nicht. Das ist getrennt. Die Schiene. Wir müssen jetzt das Ding da in die Mitte fahren, fliegen. Darunter, ne? Was zum Teufel ist gerade passiert? Und das reicht nicht aus. Ihr Dussel, ey. Okay. Könnte jetzt sein, dass das Ding weg ist. Da oben. Ich probiere trotzdem hoch zu fliegen. Komme ich auch nicht so richtig hoch. Jetzt kann ich gar nicht weiter. Kann gar keine weiter zünden. Weil ich in der Luft kein Schild anmachen kann. Oh, wie mich das jetzt nervt, dass mir das passiert ist. Nerv, 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 nerv. War ist das Ding jetzt noch da oben? Wo müssen wir alles nochmal machen? Wahrscheinlich müssen wir alles nochmal machen, weil wir viel zu weit hier gerade gelaufen sind. Viel zu weit weg sind von dem Ding.
Also hier ist das Ding gerade nicht. Er ist noch hier. Unsere Bauteile sind nicht mehr dran, aber es ist noch hier. Irgendwie ist das auch gut. Loslassen. Das habe ich verdient für meine Hektik, die ich jetzt mache. Eigentlich brauchen wir überhaupt gar nichts, ne? Das Ding wurde draufstellen, runterfliegen, fertig. Das ist ja nicht weit weg jetzt hier. Wir müssen ja einfach nur nach unten. Darüber. Schaffst du das? Wo ist das Ding? Wo ist es? Wie kriegen wir das denn jetzt unpackt? Das Gerät. Stehen bleiben jetzt. Oder müssen wir es einfach bloß hinbringen? Da zerfällt es. Und das ist jetzt. Hat er gesagt? Rechtes Bein? Hier liegt. Ja, rechtes Bein. Machen wir weiter mit. Nur damit sie. Der Schritt ist getan. Bitte bring mir auch die verbleibenden drei Teile. Link. Sie hätten sie nochmal Link erwähnt. So fordernd. Na gut, mach ja schon. Sirius. Feierabend hier. Schlafenszeit. Das war eine geile Kombination. Geh doch einfach raus! Oh, eine gute Tag-Team-Kombo mit Pudin. Das hat mir gefallen. Wir schaffen das, wir schaffen das. Ja, wieder ein anderes Schild rein hier. Den Topaz-Ding wurde drauf. Wie ging denn das gleich nochmal? Ich mache den Schildschlag eigentlich nie. Wie macht man eigentlich den Schildschlag nochmal? Gott, ich weiß es nicht. Benutze den nie. Ich mache halt immer nur auf Ausweichen, ne? Keine Ahnung. Zack.
Das war klar. Einfach frecherweise hinter mir zugemacht. Diese Lümmel. Die muss rauf, Scotty. So, was macht das hier? Das, das bleibt dann jetzt so, ja? Was, was kann man das jetzt als Abschussrampe sehen? Vielleicht? Gibt's hier Raketen, ja. Oh, hallo? Damit alles? Ein Teil fehlt noch. Leiter, Rädchen, Rad, Raketen, Lenkelemente. Ich muss noch mal reinstecken. Nützt nichts. Ich will wissen, was alles drin ist. Damit ich gezielt quasi gehen kann, um neues Zeug zu holen. Obwohl das ja schon sehr ungünstig ist, wie viele Teile hier drin liegen. Immer noch nicht gekriegt. Was war's? Gib alles. Gib immer alles. Konstruktkopf. Ich muss das wissen. Das hätte ich heute Nacht nicht gut geschlafen. Ich kenne mich. Okay, dann müssen wir das mal wieder ein bisschen hoch. Das ist so schon ganz gut, oder? Machen Sie noch einen Ticken. So, 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 so gut. Das reicht, das reicht, das reicht. So. Dann bauen wir mal unser Abschusssystem hier zusammen. Mit drauf. Ob ich da drauf stehen kann und mitfliege. Natürlich! Juhu! Es hat gut funktioniert. So, da sind wir wieder. Wenn ich das jetzt hier runter werfe, fällt das dann irgendwo runter? Nö. Was ist hier los? Warum sind da so krasse Laser? Ist ja voll Laser, was hier abgeht. Okay. Was kann das jetzt da? Ich meine... funktioniert so, wie ich das will. Was ist da drauf? Da sind vier Ponöbel drauf gesteckt. Und da ist eine Truhe. Ach, du rutschst wieder nicht runter, ne? Interessiert mich das eigentlich? Hol ich einfach gleich hierher. Großes Szenario. Da ist so ein Wagen dran. Egal. Kann es denn so kompliziert sein? Gib einfach Gummi, jo.
Was ist das jetzt hier drauf? Zwendanium. Ja, danke. Okay. Es stimmt hier so ein bisschen so, als ob man den Volltrottel zuschaut. Eieieiei. Konstruktorium. Zwei schon sind versammelt. Zwei Stück verbleiben noch. Mhm. Okay, einer ist da drüben. Wo war denn der letzte? Hä? Ja. Ist da noch mehr irgendwo? Oben, oder? Okay, mal kurz zur Wurzel gehen. Das mir erstmal wegmachen. Bei der Gelegenheit. So. Können wir das gleich auch mal wieder ein bisschen hoch rein. Oje. Ich muss mal in der Pause richtig mal kochen. Richtig viel Fleisch am besten besorgen. Mal richtig fett kochen. Damit wir genug haben. Okay, der eine ist da hinten. Aber den könnte ich auch von hier aus über die Wurzel erreichen. Muss ich wahrscheinlich sogar. Okay, da brauche ich was Messerartigeres. Das hier zum Beispiel. Für den Enz. Okay, ja. Was geht ab? Hier geht's rein. Fabrik linker Arm. Wie kann das hier? Interesting. Coole Mechanik. Hä? Hä? Coole Mechanik, oder? Soweit habe ich da noch gar nicht dran gedacht, das mal so zu nutzen. Wie hat denn das funktioniert? Ich will mir das nochmal anschauen. Ah, das ist an der Kette dran. Jetzt bleibt's oben. Das Ding ist an der Kette dran befestigt. Und das Rad dreht sich dann einfach nach oben. Und deswegen hebt es das an. Hm, cool. Irgendwie coole Idee. Ja. Wenn ich das jetzt hier drauflege, fließt das dann runter?
Blick? Nee. Aber. Und ein Lenker. Also wenn ich das Ding hier wegnehme. Dann wird das ja auch gerade hier aufzudrehen, oder? Da ist eine Truhe dran. Aber wie komme ich denn da ran? Und was macht das Rad überhaupt? Da komme ich nicht rein. Und hier ist nur ein Lenker. Wie soll ich denn? Hier ist nur ein Lenker. Ich meine, ich kann doch irgendwas, aber. Soll ich einen Lenker hier dran? Was? Wie soll das gehen? Wir könnten Räder. Ob das hier wie auf bisschen wie auf Flüssigkeit halt ist. Jetzt zieht mir das mal ein ganzes Ding da ab hier. Wobei kann ich das nicht mal. Kann ich das ausmachen? Kann ich. Okay, nochmal. Könnten Räder dran bauen. So ist man ja auch. Ist schon cool, wie das immer alles, wie das so gemacht ist, dass das hier halt schon ganz gut ranpasst. Habe ich das überhaupt richtig rum dran gemacht? Nee. Das andere Rad da drüben ist falsch rum dran. Jetzt ist richtig rum. Also wenn das mal aufgefallen ist, das snappt ja immer schon an sehr passende Stellen ran. Das heißt, der Algorithmus dahinter ist echt nicht schlecht, muss ich sagen. Der funktioniert gut. Moment mal. Okay. Da ist noch eine Truhe, ne? Das war ein bisschen sinnlos. Der extra Schub, aber egal. 5 Lake-Elemente. Mhm, danke. Okay. Theoretisch. Och, Tulin. Also so passen wir hier drunter nicht durch, oder? Sein wir hätten längere Achsen. Was ist denn, wenn wir das? Wenn wir das für quer machen? Passt das für quer? Dann muss ich den Lenker mal kurz abbauen.
Dann fällt es hier runter, ne? Ja, ja, ja. Das ist natürlich Müll. Das ist natürlich Müll. Wir bräuchten eigentlich eine längere Achse an der Seite. Ich meine, das ist machbar. Das ist eigentlich nur eine Achsenlänge, ne? Also eine Reifenbreite, die wir breiter sein dürfen und mehr auch nicht. Wir machen das am besten. Das war so rum. Dann könnte man hier vielleicht was dazwischen bauen. Das hier zum Beispiel. Das könnte man sogar von der Breite her genau abmessen. Man ist vorne hinten rankittet so. Dann baut man sich dann quasi einfach so eine Achse. Ja, egal, ob die ein bisschen höher oder ein bisschen tiefer ist eigentlich. So, jetzt müsste man mal schauen, was das jetzt ran macht. Das könnte schon zu breit sein, ne? Das ist schon zu breit. Ja. Müsste genau richtig sein. Ist die Frage. Das hier drüben. Dieser blöde Lenker, der ist doch voll im Weg. Ob das funktioniert, was ich hier vorhabe. Egal wie. Wir sind sich natürlich ein bisschen im Weg. Oh, das vordere ab, mal schauen, ob das überhaupt passt. Mann, wo packt er das denn an? Das eine links ist auf jeden Fall noch zu weit. Das rechte ist gut. Ah, dieses Ding. Nimm das Teil in der Mitte, bitte. Es geht eigentlich. Es geht eigentlich. Theoretisch würde das sogar reichen, wenn ich da drauf stehe. Naja. Was zum? Geht das da auch ran? Ach man, das ist aus falsch ran. Ich stell mich gerade ein bisschen an.
Das geht auch. Ist ja egal. Wird jetzt auch einfach sein, dass es nicht funktioniert. So wie ich das will. Das ist auch Müll. Muss schon irgendwie auf derselbe Höhe sein, sonst sind die Räder irgendwie. Oh Mann, dass der immer diese blöde Achse packt. Okay, ja, ja, ja. Mist da stehen. So. Frau, wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Ah, hier ist noch. Ah, jetzt muss ich das mit dem Rad machen. So wie es da draußen dran war. Warte mal, das muss. Ist das so rum? Nee, ist so rum, ne? Das heißt, ich ja nach oben drehen. Wie hatten die das da vorne dran? Die haben das doch da ans Rad dran geklebt, oder? Jetzt ist es richtig dran. Also es dreht sich natürlich bloß die Achse. Voll Idiot. Wie hatten die das gemacht? Ich gehe erstmal kurz die Leiter hoch. Ich werde das darüber nach. Ob ich hier Ingenieurswesen studiert hätte. Oder was? So. So macht er keinen Sinn. Mach da ab. Jetzt will ich jetzt mich jetzt noch daran erinnern, Kurt, wie die das vorhin an der Tür gemacht hatten. Kann ich das hier noch sehen? Natürlich nicht, ne? Doch da ist es. Also das Ding ist da richtig dran geklebt. Die Pfeile sind nach außen zur Wand. Das ist an der Tür festgeklebt, ne?
Jetzt verstehe ich. Macht natürlich Sinn. Manchmal. Da bin ich etwas langsam. Der Hammer, was in diesen Truhen hier so drin ist. Schon fett. Fett, fett. Das ist die Frage. Können wir hier einfach runterwärts fahren mit dem Ding? Ich will das jetzt nicht nochmal machen müssen. Um ehrlich zu sein. Vorsichtshalber nehme ich den mal mit. Ist das Ding vor allem schwimmt? Es geht aber ganz schön ab hier. Ist schon sehr cool. Ist alles schon sehr cool. Ah, er bleibt stehen. Was ist das hier? Donnerblume. Ja, komm schon. Ah, dritte Teil. Ein Stück noch, Link. Bald hat mein Geist wieder eine Hülle. Eine Hülle braucht jetzt nicht unbedingt einen rechten Arm, um ehrlich zu sein. Ja, willst du dich ans Linkshänder sein? Und wir sind etwas schneller. Wie wäre das denn? Scheint kein guter Vorschlag zu sein. Ui, 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 ui. Das ist aber eine, ist aber eine dicke Truppe. Ich baue mir mal schnell was. Moment. Wir haben doch mal was Geiles gebaut. Das alles? Ja. Hoffentlich habe ich jetzt genug zu Narnium mittlerweile. Das ist der richtige, ne? Geil, hat gereicht. Viel Spaß damit. Au. Mach sie kalt. Robo Warrior. Ey, er schießt mit Klumpen auf meinen Robo Warrior. Werde ich. Mach sie alle.
Das ist wirklich stark, ne? Weil der permanent, der friert ein. Und dann haut er sie wieder aus dem Eingefrorensein raus mit dem Strahl. Ziemlich geil. Immer so bam, bam, bam. Siehst du das bei den großen Dicken da hinten? Immer eingefroren, aus, eingefroren, raus, eingefroren, raus. Ziemlich geil. Und er ist jetzt schon fast tot da. Und jetzt dreht er gerade ein bisschen am Sender. Braucht am besten eine ebene Fläche. Aber er ist jetzt der Einzige, der noch da ist. Und er wird von Tulin alle gemacht. Was soll ich da noch sagen? Super Gerät. Muss ich noch einen Schlag setzen. Hast du hier? Ein Sashili Langschwert. Weg damit. Scheiß drauf. So, aber wo ist jetzt der da? Ist da oben. 26 Donanium. Der Bauer hat uns nicht so viel gekostet, weil wir halt alle Teile hatten, ne? Wenn man Teile hinzuaddiert, dann wird es halt teuer. Aber das ist auch egal. Ich werde demnächst einfach mal hier eine richtige dicke Sonanium-Sammelrunde hier unten machen. Außerhalb des Let's Plays. Weil das könnte durchaus... Naja. Da passiert nicht viel. Sagen wir es mal so. Die letzte Fabrik. Für den rechten Arm. Sportlich. Okay. Ist das hier ein Fließband hier neben uns? Ist das ein Fließband? Das ist ein Fließband. Das ist einfach selbst zusammengebaut mit kleinen Rädern. Mit den Teilen aber auch, die wir hier haben, ne? Ist das geil. Jetzt interessiert es mich aber. Was erstmal passiert. Oh, ein bisschen näher ran hier. Ja. Ich fahr mal mit. So, jetzt sind wir hier oben. Jetzt haben wir hier eine elektrisierte Brücke. Inwiefern bringt mir das was? Ist das dann auch elektrisiert? Wenn ich das daran halte? Nö. Was kann diese Brücke? Ich könnte das Ding jetzt einfach darüber schießen. Mit was auch immer. Aber ich würde gerne wissen, inwiefern mir diese elektrisierte Brücke hilft. Wenn ich die berühre, kriege ich 100%ig Schaden. Oder? Ich probiere es einfach. Ja, tue ich. ich bin das Kind, was immer auf die heiße Herdplatte fassen muss. Um zu gucken, ob sie noch heiß ist. Ich guck mal schnell hier runter. Was das kann? Die können wir auch mal ein bisschen auf Schilden einsetzen, oder? Viel zu selten. Und wir haben ganz schön viele mittlerweile davon. Okay, ich sehe hier unten aber nichts, was uns weiterhilft. Aber ich nehme die Truhe trotzdem mit. Wie nutzen wir dieses Ding da?
Ich meine, was könnte man tun? Die hier können wir hier rausnehmen, oder? Ja, wir könnten. Könnten die Räder so angeschrägt ranbauen, dass das Ding rüberfährt. Also, mal kurz zum Mitschreiben. Wir nehmen... Ja, ist am besten. Genau, wir machen das so. Schrägen das einmal an. Und packen es zum Beispiel hier ran. Dann nehmen wir noch ein Rad. Muss natürlich in dieselbe Richtung fahren. Das ist jetzt so. Schrägen das so an. Packen das hier ran. Ihr versteht, glaube ich, worauf ich hinaus will. So. Aber wenn man es jetzt mit vier Rädern macht und das Ding nicht runterfällt, dann fährt er rüber. Oder? Ein Rad, komm. Das jetzt einmal zu testen, wenn wir es schon so weit haben. Ich bin gespannt, ob das funktioniert, was ich mir ja gerade ausgedacht habe. Sieht schon mal nicht so gut aus. Okay, so funktioniert es nicht. Aber es reicht eigentlich auch, wenn eine Seite dran ist, oder? Was auf der anderen Seite halt so ein Großteil runterhängt. Wie sieht es damit aus? Was soll ich sagen? Ich bin ein Genie, was seinesgleichen sucht. Meldet euch bei mir, wenn ihr es auch so hinbekommen habt. Okay, wir sind draußen und müssen eigentlich nur noch da runterfahren. Ist das alles gehbarer Bereich? Und da könnten wir einfach rüberfahren, ne? Ich hätte gerne, dass das Rad kurz still stehen bleibt. Alles überhaupt gar nichts hier. Komm. Wir müssen halt über dieses ganze Miasma Zeug drüber kommen. Deswegen ist runtertragen naja so ein bisschen doof. Dann frage ich mich dumm und dämlich und habe mir 10.000 Miasma Herzen eingesammelt.
Aber wir kriegen das auch so relativ schnell zusammengekleistert. Kommst da rüben ran. So. Und weil wir so cool sind, spendiere ich noch einen Laker. Oh, es gibt ganz schön Gas, das Ding. Alter. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Eigentlich ein gutes Gefährt, ne? Funktioniert super. Ich krieg sie raus. So. Geschafft. Ich danke dir, Link. Nun verbleibt nur noch eines zu tun. Du musst meinen Mysterienstein des Geistes für mich finden. Der Mysterienstein befindet sich an diesem Ort. Führe mich dorthin. Der Weg wird voller Gefahren sein. Doch zum Glück birgt das Konstrukt, das du als Gefäß für mich gebaut hast, verborgene Mächte. Du wirst sie selbst erleben, wenn du mich ans Ziel geleitest. Bitte bringe mich zu meinem Mysterienstein. Jetzt geht's echt zu einem Art Tempel, ne? Fähigkeiten des Minero-Konstrukts. Du kannst auf dem Minero-Konstrukt reiten und es so steuern. Hä? Wie geil ist denn das eigentlich? Das muss ich ausprobieren. Okay, also mit den Schultertasten quasi kann man rechts mit rechter Schultertaste rechts zuschlagen, linker Schultertaste links zuschlagen. Das verteidigen ganz offensichtlich. Und jetzt kann ich noch mit dem Bogen schießen. X scheint an sich nur so ein zeigen, was macht Ding zu sein. Das ist jetzt super interessant. Die Frage ist, naja, warten wir mal kurz. Nun gut.
Eigentlich wollte die Kamera noch ein bisschen. Schade. Okay, dann machen wir es so. Hallo, ich bin da oben. Ich sag mal, vielen lieben Dank erstmal fürs Zuschauen. Schau mal, ob wir hier an der Stelle dann direkt weitermachen. Auf jeden Fall echt geil. Jetzt können wir das Konstrukt hier unten verwenden. Denkt daran, wenn es euch gefallen hat, abonnieren, kommentieren. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.